Vorher sind wir auch von zwei Staaten ausgegangen, die ihr Verhältnis als demokratische Staaten völlig neu ordnen müssten und natürlich auch gegenseitig zugänglich und die Bürger andere Kontakte haben müssten, also eine Offenheit, aber Zweistaatlichkeit, weil wir nicht glaubten, dass in Europa etwas anderes geduldet würde. Und wir wollten die deutsche Einheit nicht mit der Brechstange, weil das friedensgefährdend wäre. So dachten wir jedenfalls vor dem 9. November. Und wenn, dann wäre das ein sehr langer Weg gewesen, um zu mehr Aussöhnung in Europa zu kommen und die deutschen Staaten zueinander zu führen. Aber noch nicht unmittelbar als Ziel operativer Politik. Das änderte sich nach dem 9. Oktober, 9. November. Am 3. Dezember haben wir im Vorstand der Sozialdemokratischen Partei, der SDP damals noch, einmal den Beschluss gefasst, dass wir uns SPD nennen wollen, in Perspektive auf den kommenden Parteitag der SED, wo wir das Gerücht gehört hatten, dass die sich als Sozialistische Partei Deutschlands umbenennen will, auch mit dem Kürzel SPD. Und haben gesagt, das lassen wir nicht zu, wir nehmen den Titel SPD für uns in Anspruch. Und das Zweite war eben an diesem Tag, dass wir eine Erklärung zur deutschen Einheit machten und sagen, aber sie muss gestaltet werden. Und zwar, sie muss nicht im Sinne einer Übernahme durch den Westen geschehen, sondern sie soll selbstbestimmt durch Menschen aus dem Osten, das heißt durch die DDR gestaltet werden. Und wer die deutsche Einheit will, muss zuallererst demokratische Verhältnisse in der DDR wollen, damit dann eine frei gewählte Regierung die Bedingungen der Einheit mitgestalten kann. Das war unser Ziel, auch schon in dieser Erklärung dann vom 3. Dezember 1989. Und wenn man sich die Struktur ansieht, mit der die deutsche Einheit dann geschaffen worden ist, staatlich, dann muss man auch wirklich sagen, dass die deutsche Einheit, der Weg in die deutsche Einheit, der institutionelle Weg der Selbstbestimmung der Ostdeutschen war. Honecker wurde nicht vom Westen her gestürzt, sondern durch die Bevölkerung der DDR und durch die Gruppen, die diesen Druck dann in politische Wege leiteten. Der Runde Tisch bereitete freie Wahlen vor, zwang Modrow zur Kooperation. Ab Mitte Januar war Modrow dann dazu bereit, weil er nicht mehr anders konnte. Es gab dann diese durchaus nicht ganz funktionierende, wie ich denke, und in wesentlichen Punkten dann auch versagende, aber doch Regierung, wo dann Minister des Runden Tisches daran teilnahmen. Dann gab es die freie Wahl, eine frei gewählte Regierung und Volkskammer verhandelten, also die Regierung verhandelte die Verträge zur Währungsunion, zur staatlichen Einheit. Die Volkskammer beschloss den Beitritt zur Bundesrepublik, sodass die institutionelle Struktur man sich hätte gar nicht anders besser wünschen können. Es war ein Weg der freien Selbstbestimmung der Ostdeutschen zur Einheit.